So, können wir abhauen. Ciao. Haben wir geschafft. Jetzt widmen wir uns der Hauptsache. Wie viel Prozent habe ich? 46. Ich bin beeindruckt, Spider-Man. Meine neue Show ist ein Hit. Warte, bis du siehst, was ich für die nächste Staffel geplant habe. Bis dahin. Oh Gott. Du hattest das Vergnügen mit Scrooball. Ja. Heißt das, die kommt in der zweiten Episode wieder auf? Ich würde sich einen neuen Namen einfallen lassen. Ja, Arschkuh zum Beispiel oder sowas. Das würde passen. Das ist ein super Name für sie. Oh, die kommt bestimmt in der zweiten Episode dann wieder. Oh, meine Fresse, ey. Aber immerhin muss man ja sagen, wenigstens was Witziges und nicht so mega ernst. Das wäre auch blöd. Also finde ich zumindest. Und bis auf die Verbrechen finde ich eigentlich die Nebenmission, die sie hier gemacht haben, ziemlich cool. Mit den Bildern suchen und das. Ah, schon nice. Ja. Was hast du diesmal getan? Cops haben die ganze Straße abgeriegelt. Wenn ich die Fährte der Katze aufspüren kann, erwische ich sie vielleicht noch. Der Wachmann scheint verletzt worden zu sein. Vielleicht weiß der Sanitäter, was passiert ist. Oh, der Wachmann scheint verletzt worden zu sein. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, wenn er da so auf einer Liege liegt. Es könnte sein, ja. Wow, das war knapp. Superheldenregel 47. Was ist passiert? Halt die Schnauze. Spider-Man, Superheldenregel 47, was ist passiert? Wie geht es dem Wachmann? Eine schwere Photokeratitis. Das ist eine Verbrennung der Hornhaut. Aber er wird wieder. Ich muss in der Gasse nachsehen. Ja, wenn dann ist er gut. Das war, muss ich sie finden. Wo ist denn hier die Gasse? Welche Gasse meinst du? Die Gasse? Da hinten ist was. Ich konnte es durch die Wand sehen. Magnesiumfackel. Die hat wahrscheinlich die Augen des Wachmanns verletzt. Mit Hilfe der Rückstände sollte ich sie aufspüren können. Ja, ja. Oh Gott. Oh, das sind ja alles Doppelte. Chöli-Möli. Chöli-Möli. Kein Problemi, kein Problemi. Ich nehme jetzt einmal den hier rein. Und ich nehme noch den hier. Ja, den nehme ich da auch rein. Und... Also wenn ich den da reinnehme, dann haben wir das, aber dann haben wir das noch. Der ist also falsch. Wenn ich aber den da reinnehme, dann sind wir auch falsch. Also ist das natürlich alles schwierig. Aha. Tja, gut. Ich glaube, ich muss hier einen anderen nehmen. Weil hier würde der nämlich auch ganz gut passen. Den ich hier habe. Wenn ich den hier reinmache, ja, den dafür weg und dann den, bam, läuft. Das Problem ist, dass jetzt das andere Scheiß ist. Ich könnte allerdings den hier wegmachen, ja, dann mache ich den da rein, dann mache ich den da rein, dann läuft das auch. Bam. Easy. Erledigt. Ja, cool. Da ist die Spur. Mal sehen, wo sie hinführt. Na, mal gucken, nicht wahr? Ich kann mich schlecht konzentrieren. Ich kann kein Vater sein. Also, im Prinzip schon, aber... Ich sag's MJ, sie wird wissen, was zu tun ist. Aber wie soll ich ihr das sagen? Sieht nach einem Mitglied der Mauchio-Familie aus. Die wird sich natürlich freuen. Spider-Man hat Vito K.O. geschlagen. Schaltet ihn auf. Oh, Kinder, ey, ihr geht mir hart auf den Sack, ne? Schon mal dran gedacht, dass Vito wegen so einem Benehmen vermöbelt wurde? Die Cicero's hatten recht! Spider-Man arbeitet für Hammerhead! Ich habe es den Cicero's schon gesagt, ich arbeite nicht für Hammerhead! Und ich bin ein bisschen beleidigt, dass ihr das überhaupt denkt! Die Macho-Familie wird darauf nicht reinfallen! Ach, deine Carpaccios da, mir egal, hier. So, easy. So, ich gehe zurück zu meiner Spur. Okay. Wir machen einfach mal weiter, als wäre nichts gewesen. Finde ich, ist eine gute Sache. Ich muss in die andere Richtung. Okay. Das sieht nach Hammerheads-Leuten aus. MJ, ich schick dir mal ein Kennzeichen, das du checken musst. Verstanden. Ich lass dich wissen, was ich finde. Hast du's? Ja. Was zum Teufel? Wo ist der Stick, verdammt? Sie sagte, sie will ihn Hammerhead persönlich übergeben.
Sagte ich nicht, du sollst den Stick besorgen. Ja, aber sie brachte ihm die anderen, also dachte ich... Ich hab dir was aufgetragen. Und du hast es nicht gemacht! Tja, du weißt, was jetzt passiert. Halt! 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 Hey! Na, das geht so aber nicht. Tut mir leid. Du weißt, was jetzt passiert. Hier. Ich kann absolut nichts sehen. Wie viele habe ich davon? Ein. Schade. Einer ist weniger als vier. Ach komm. Geh weg. Ah, okay, da habe ich jetzt zwei voll in die Fresse bekommen. Da wollte ich... Ja, ist okay. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Dankeschön. Blöder Penner. Ah. Ist er nur noch er. So, tschüss. Meine Güte, ey. Polizei interessiert hier ja nichts. Klasse. Ach doch, die kommen sogar. Ihr Jungs, vermutlich überfällig. Hm. Ja, was meinten die damit? Was ist das? Kenn ich's nicht. Spur der Katze. MJ, Black Cat hat einen weiteren Speicherstick. Fehlt nur noch einer, dann hat Hammerhead die Sticks aller anderen Magier-Familien. Wir müssen rausfinden, was da drauf gespeichert ist. Und es gibt noch Sachen. Etwas. Da ist eine Sache. Wahrscheinlich keine große Sache, aber vielleicht ja doch eine kleine, vielleicht große Sache. Hör auf, um den heißen Brei zu reden und komm zum Punkt. Okay. Felicia arbeitet für Hammerhead, weil er ihren Sohn entführt hat. Ich wusste gar nicht, dass sie einen hat. Klingt aber definitiv nach etwas, das Hammerhead tun würde. Da gibt es noch etwas. Du weißt, dass wir früher mal zusammen waren. Na und? Oh. Oho, ist das dein Ernst? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber es kann schon sein. Ich muss jetzt auflegen. Tschüss. Hey, MJ. Das Wichtigste zuerst. Begib dich zu dieser Adresse. Das ist der letzte bekannte Unterschlupf der Costa-Familie. Wahrscheinlich haben sie den letzten Speicherstick. MJ, hör zu. Nein, du hörst jetzt mal zu. Ich habe in unserem letzten Gespräch heftig überreagiert. Ach was, überhaupt nicht. So hätte ich doch auch reagiert. So, ja. Wir waren zu der Zeit nicht zusammen. Und ich habe ja auch andere gedatet. Stimmt, halt. Was? Andere? Also in der Mehrzahl? Der Punkt ist, wir sind erwachsen und ein Kind befindet sich in Gefahr. Also kümmern wir uns um seine Rettung. Ich verdiene dich nicht. Ich weiß. Ich glaube, ich weiß, was auf den Sticks ist. Vor Jahren einigten die Familien sich auf eine gemeinsame Buchhaltungsdatenbank, um den Frieden zu wahren. Sie lagern alle ihr Vermögen an einem Ort. Zudem sie nur mit allen fünf Sticks Zugang haben. Also entführt Hammerhead Blackheads Sohn... Und zwingt sie dazu, die Sticks zu stehlen, damit er an das Vermögen der anderen Familien kommt. Hammerhead versucht, schnell reich zu werden und die anderen Familien damit in den Ruin zu treiben. Wir müssen den letzten Stick finden, bevor er es tut. Ich bin dran. Okay, I'm on it. Kein Problem. Ich krieg das hin. Ich glaube, bisher war ich, also... Naja, wir sagen mal so, mehr oder weniger erfolgreich. An alle Einheiten. Oder auch nicht. Ja? Das oder auch nicht, da lassen wir jetzt mal vage Thesen offen. Es könnte ja auch sein, dass es nicht so war, dass wir erfolgreich waren, aber natürlich waren wir es. Wissen wir alle. Ja, ist kein Problem. Wir haben ja schon, naja, 0 von 4. Ist jetzt nicht ganz so unerfolgreich, möchte ich meinen. Wir hätten ja auch gar nichts von den Sticks wissen können. Von daher ist das schon mal sehr gut. Ja, also ich finde, wir haben da auf jeden Fall eine Erfolgssträhne gerade. Der sollten wir auf jeden Fall weiter folgen. Da bin ich mir, na, ziemlich sicher. So kommen wir dann auch ans Ziel. Irgendwie. Felicia, wir müssen reden.
Oh, ich vermisse unsere Gespräche. Aber ich muss weg. Sie hat meine Netzschießer mit einem EMP kurz geschlossen. Dann mache ich das wohl auf die altmodische Weise. Na, dann laufen wir hinterher, kein Problem. Komm schon, ich will nur helfen. Dann verschwinde. Wenn Hammerhead deinen Sohn hat, schaffst du das nicht alleine. Warum nicht? Ich habe alles andere alleine geschafft. Ich meine, das musst du nicht. Mann, komm, ich hab dich doch eh gleich. Wir haben schon mal zusammengearbeitet. Hast gerade deine eigene Frage beantwortet, was? Oh, du gehst mir hart auf den Sack. Warum hast du darüber nicht mit mir gesprochen? Weil es nicht dein Problem ist, sondern meins. Und ich kümmere mich drum. Vielleicht sehe ich es ja gar nicht als Problem. Es sei denn, du sprichst von dem Bandenkrieg. Der ist definitiv ein Problem. Halt dich fern. Alleine bin ich besser. Au. Ja, sie ist halt mega beweglich, ne? Das muss man schon sagen. Endlich. Die Netzschießer sind wieder online. So. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert es nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Ja, aber das finde ich zum Beispiel gerade voll komisch. Der hat mir manchmal nichts angezeigt, wo ich mich hätte festhalten können. Was total dumm ist. Ja? Das ist so blöd. Was soll ich da machen? Kann ich nicht ändern. Die Schießer gehen endlich wieder. Zeit zum Netzangriff. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz. Das ist auch scheiße, wenn ich dann hier... funktioniert es nicht. Einfach auf dem Boden der Tatsachen lande. Ich würde das halt auch herzlich. Da schon wieder. Er zeigt mir nichts an. Ist er? Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Das ist echt beschissen. Hartnäckige kleine Spinne. Ich will doch nur reden. Ja, das Problem ist, ich komme so nicht ran, wenn es so weitergeht. Bist du immer noch da? Ich kann die ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Jetzt Baby. Du mein Interesse. Ah, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben. Muss näher ran. Zum letzten Mal. Such mich nicht. Nee, ich suche dich nicht. Verfolge dich. Das ist ein Unterschied, ne? Ja, was so? Hä? Okay, ich verstehe das manchmal nicht. Verstehe nicht so genau, was ich machen soll, wenn ich jetzt in der Nähe bin. Da, ich bin in der Nähe. Was soll ich denn tun, Alter? Auf wegzulaufen! Auf mich zu jagen! Ach da. Ja, eins. Aha, okay, jetzt habe ich es verstanden. Weil mir wurde gerade auch irgendwie nichts angezeigt, deswegen habe ich nicht ganz so nachvollziehen können, was ich... Warum spinnst du mich ein? Weil ich dich aufhalten will! Ja, cool, das war nice. Ja, das ist noch na. Ja, du machst das richtig geil gerade. Ah, genauso wie ich will. Finde ich nice. Ja, finde ich auch cool, Alter, dass du einfach da. Alter, was ist denn mit der Steuerung jetzt los? Funktioniert überhaupt nicht. Oh, du bist so ein Vollmongo, ey. Aber läuft die nur im Kreis gerade? Ja, ne? Sie darf mir nicht schon wieder entkommen. Endlich. Jetzt kann ich nah an sie ran. Ja, geil. Gerade wo ich drücken wollte, oder was? Ich wollte gerade sagen, ey. Drück Dreieck des Todes und nichts passiert.
Können wir uns jetzt normal unterhalten? Für mich fühlt sich das schon normal an. Ich weiß, was auf diesen Sticks ist, die du stiehlst. Zieh dich an. Muskeln und Köpfchen. Du darfst Hammerhead nicht den letzten Stick geben. Sobald er hat, was er will, wird dein Sohn keine Rolle mehr spielen. Lass mich dir helfen. Was sollen wir tun? Halt ihn hin. Dann haben wir mehr Zeit, deinen Sohn zu finden. Hab dich vermisst. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Aber nicht so. Schade. Okay. Ich kann uns höchstens ein paar Tage Zeit beschaffen. Also, wegen deines Sohns. Kann es sein, dass ich... Später. Finden wir zuerst meinen Sohn. Danach können wir in Ruhe über alles reden. Man sieht sich, Spinne. Oh, MJ wird mich umbringen. Das kann sein. Ach, wer weiß. Meets, Meets. Das ist ein sehr guter Titel dafür. Ja, sie wird Hammerhead hinhalten, während wir alle nach ihrem Sohn suchen. Hat sie dir gesagt, ob du... Nein, hat sie nicht. Natürlich nicht. Bist du sicher, dass sie dich nicht hinters Licht führt? Ich kenne sie. Sie würde nicht für jemanden wie Hammerhead arbeiten, wenn sie nicht muss. Okay. Ich checke mal das Kennzeichen, das du mir geschickt hast. Ich lass dich wissen, wohin es führt. Jawohl, läuft. Deine Pizza ist fertig. Danke, du rettest mir das Leben. Nee, dafür bist du zuständig. Aber kannst du uns in den sozialen Medien erwähnen, wenn es schmeckt? Das wäre hilfreich. Alles klar. Bis dann, Eddie. So, na, dann wollen wir uns mal Pizza holen. Ich war noch nie so hungrig. Lecker Pizza. Ja, ich meine, auch eine Spinne muss man essen. Was ich allerdings komisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele Gegner, die im Grunde die gleichen Fähigkeiten haben, ein bisschen anders natürlich geartet, aber die können alle Wände hochklettern und sich so im Grunde von Dach zu Dach schwingen, ne? Also Black Cat kann auch Wände hochklettern, aber aufgrund natürlich ihrer Krallen. Und sie kann auch schwingen aufgrund des Greifhakens, aber es ist alles immer ähnlich geartet. Nur, dass die ungefähr das gleiche können. Wahrscheinlich, damit sie sich auch ebenbürtig sind oder so, keine Ahnung. Nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss Pizza holen, tut mir leid. Da muss das jetzt leider ein bisschen warten. Tut mir echt leid, aber es geht nicht anders. Geht um Pizza, ist wichtiger. So, zack. Und da sind wir. Nice. Lecker, lecker Pizza. Ich liebe dich. Aber jetzt muss ich dich vernichten. Tja, so ist das immer, ne? Das, was man liebt, dem fügt man einfach auch den größten Schaden zu. Es ist traurig. Hallo? Ich habe das Kennzeichen gecheckt. Es ist auf ein Lagerunternehmen registriert, das einem von Hammerheads Freunden gehört. Ich bin jetzt dort. Gib mir ein paar Minuten. Ich werde gleich dort sein. In der Zwischenzeit schaue ich mich ein wenig um. Okay, man spielt also immer noch mit ihr. Alles klar. Das Wichtigste zuerst. Schau dich um, sieh nach, ob der Junge dort festgehalten wird. Und wenn ja, bring ihn in Sicherheit. Mein Rücken tut. Was mache ich, wenn das Kind wie Peter aussieht? Halt, MJ, hör auf. Wenn es auch eine Spinne ist, dann ist es ein bisschen ungünstig. Okay. Der Typ hat wohl ein Nickerchen nötig. Ach, ich hab den Elektroschocker noch? Nice.
Weise Falschgeld. Hammerhead hat anscheinend ein neues Hobby. Wo denn? Ach ja. Geschafft. Stewie, pack mal mit an. Und eins. Das wiegt mehr als deine Mutter. Bist du verrückt? Das kann ich nicht heben. Weißt du von meinen Rückenschmerzen? Hey, Mikey, hilf mir mal, okay? Stewie ist leider ein unglaubliches Weichei. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der Typ sich umdreht, damit ich ihn schocken kann. Obwohl ich jetzt von der anderen Seite eventuell kommen können, ne? Scheiße. Der steht. Oh. Oh, Kack. Ein scheiß Ernst, Alter. Hey, wer ist das? Habt ihr das gesehen? Moment! Scheiße. Warum hat denn der das jetzt gesehen? Oh Mann, ey, das ist doch scheiße. Mann, warum muss man denn mit ihr schon wieder spielen? Das ist nicht meine Lieblings-Gameplay-Methoden-Dinger, aber gut. So, schmeiß mal dahin. Was? Wenn das eine Taube ist, ist sie gleich eine tote Taube. Wie komm ich nicht rum? Scheiße, Alter. Ist doch kacke jetzt. Hey, wer ist da? Ja toll, das ist für ihn. Und was mache ich jetzt mit dem da hinten? Da. Was zum? Lass mal nachsehen. Spider-Man war hier! Echt? Diese Geschichten, dass Hammerhead Leute gar nicht gesehen. Spaltet, sind Blödsinn, oder? Mach deinen Job und hoff, dass du es nie rausfinden musst. Kacke. Warte mal. Da. Da. Ich brauche da. Hilfe. Was zum? Lass mal nachsehen. Mann, ey. So, geschockt. So, oh, zack. Das ist eine Menge Geld. Das sieht gefälscht aus. Gutes Foto. Keine Spur von dem Jungen. Wenn ich den Gedanken an Peters Vater schon seltsam finde, wie geht es dann ihm? Aber ich wette, er wäre ein guter Vater. Bestimmt. Ich muss mal in diese neue Pizzeria. Was? Eddie's? So. Perfekt. Ups. Ich sollte den Typen fotografieren. Dann hätten wir Beweismaterial, falls das hier schief geht. Mal sehen, ob meine Polizeikontakte ihn identifizieren können. Ja, den Rücken sehen sie bestimmt. Nur am Handy. Zurück an die Arbeit. Nicht schlapp machen. Ein unbewachter Laptop. Einmalige Chance. Ladungsunterlagen könnten zu ihrem Vertriebszentrum führen. Komm schon. Ah, nein. Oh, oh. Schon gut, ich sag's den Jungs. Die Costa-Familie macht wohl Ärger. Wollen anscheinend einen Krieg anzetteln. Ich muss kurz drüber nachdenken, wie wir weiter vorgehen. Alarmbereitschaft. Wenn ihr jemanden seht, nicht lange fackeln. Sofort ausschalten. Okay, das ist eine gute Idee. Ich habe alle Daten der Transportfirma. Hoffentlich finden wir raus, wo sie ihren Sohn festhalten. Ich schaue mir das später an. Erstmal muss ich hier verschwinden. Lautlos. Ist da jemand? Hey, stimmt es, dass Hammerhead einen Kopfschuss überlebt hat? Aber hallo, hat eine der Kugeln zurück auf den Typen gespuckt, der geschossen hat? Seitdem hat er die Platte im Kopf. Ich verpasse ihn eine Abkühlung. Ich muss mal in diese neue Pizzeria. So, zack, beide weg. Läuft. Na gut, jetzt sind wir natürlich hier und hier müssen wir gucken. Ich bin schon viel zu lange geblieben. Ich sollte schnell hier raus. Was geht denn da ab? Okay, Leute, versammelt euch. Dein Scheiß Ernst? Denkst du, die Costas werden ein Problem sein? Naja, nichts im Vergleich zu dem blutigen Chaos, das Hammerhead verursachen kann.
Ja, okay. Okay, ich hab's mir nicht eingebildet. Weg hier. Puh, geschafft. Sehr gut. So knapp hätte es nicht sein müssen. Nee. Elender! Sorry. Was machst du hier? Und warum riechst du nach Pizza? Weil ich gerade Pizza hatte? Tja, während du entspannt essen warst, habe ich Hinweise gesammelt und ein vermisstes Kind gesucht. Schneller konnte ich nicht essen. Ich muss ein paar Spuren nachgehen. Ich ruf dich an. Notiz an mich selbst. Kein Kopf über nach Peperoniwurst-Pizza. Peperoniwurst. Mhm. Das nennt man mit Sicherheit auch Peperoniwurst, Junge. Jetzt müssen wir 100% wieder warten, bis die ihre Spuren verfolgen. Also, das nervt ja richtig, ne? Nee, doch hey, nicht. Sehr ich brauche deine Hilfe. Ich sende dir den Standort. Felicia, was läuft? Unglaublich. Sie erwartet, dass ich einfach angelaufen komme. Wie viel haben wir jetzt schon? 69%, Alter, das. Tue ich. Komme angelaufen. Ja, dann hast du doch recht gehabt. Fast durch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel die Verbrechen ausmachen. Aber bestimmt ein bisschen was. Also von daher. Läuft. Oh, joi. Ich benutze auch überhaupt gar keine Schnellreise, ne? Wobei ich muss ja auch sagen, es macht ja schon Spaß, ne? Ich habe nachgedacht und du hast vollkommen recht. Ich muss mich erstmal auf die Schule konzentrieren. Schön zu hören. Aber ich will aktiv bleiben, also habe ich mir das Basketballteam angesehen. Ist doch okay, oder? Ja. Sei aber vorsichtig. Bleib glaubwürdig. Mach nichts zu Auffälliges. Was denn? Naja, also kein Dunking. Oh, klar. Natürlich. Miles? Es war bloß einmal und etwas verdient. Es war so perfekt. Ich wünschte, du wärst da gewesen. Miles? Ich mach's nicht nochmal. Versprochen. Solange du anfängst, mit mir zu trainieren. Lass mich nachdenken. Cool. Okay, Zeit für die Hausaufgaben. Ich muss los. Ja, aber wie nennt er sich dann? Spider-Boy oder was? Also geht ja nur, aber sonst, wenn er auch Spinnenkräfte hat. Was ja ein bisschen doof ist eigentlich, aber okay. An alle Einheiten, Meldung über aktiven Sprengstoff im zivilen Bereich. Da kenne ich mich ja mit Comics nicht, oder mit den Comics nicht aus, ob es das da auch gibt. Mit Peter Parker, noch ein Spider-Man, keine Ahnung. Kann schon sein. Ich weiß es aber nicht, weil wie gesagt, da kenne ich mich halt null aus. Und die Ladezeiten sind irgendwie lang, finde ich. Was schauen wir uns da an? War ein Tipp von einem Freund. Hammerhead bewahrt etwas sehr Wertvolles in dem Büro über der Bar auf. Ziemlich viele Typen. Wenn sie mich sehen, ist mein Sohn tot. Ich lock sie raus. Du schleichst dich rein. Mein Held. Komm schon. Bitte. Na, man muss ja sagen, sie ist nicht absolut böse. Ja, also das ist sie nicht, definitiv. Aber sie ist schon so ein kleines Luder. Ja, so viel kann man sagen. Alter, komm, jetzt leck mich doch am Arsch hier. Weißt du was? Ich habe gerade volles Déjà-vu. War ich hier nicht schon mal? Wahrscheinlich, ne? Oh, die haben mich gesehen. Das ist natürlich nicht ärgerlich. Oh. Ich soll sie ja eh rauslocken, ne? Ja, schön. Ich hab was. Hammerhead hat sich einen raumgroßen Tresor gekauft, um seine wertvollsten Gegenstände aufzubewahren. Wie ein entführtes Kind? Gibt es einen Hinweis, wo der Tresor ist? Noch keine Details, aber ich muss mir noch ein paar Geschäftsbücher anschauen. Such weiter. Such mal weiter. Passt schon. Ich hab ja Zeit. Du bist ein Kontermann. Glück gehabt. Warte. Nein. Er ist der Falsche gewesen. Er ist der Richtige. Aber
Ihr mit euren Dreckskackwaffen immer, ne? Weg damit. Ja, tut mir ja leid. Spinne. Springt halt. Na, eigentlich nicht. So. Jetzt reicht's mit dem Mist. Greift ihn alle gleichzeitig an. Okay. Darf ich um diesen Tanz bitten? Wurde auch Zeit. Nice. Du bist alt und weich geworden. Alt? Hey, ich mag zwar älter geworden sein, aber nicht alt. Sag die Richtige. Es ist auch Zeit, dass ihr kommt. Auf ihn! Kommt ihr gerade ab? Darf ich mich mal einmischen? Nein, darfst du nicht. Okay, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Hey, hör auf, meine bösen Jungs zu stehlen. Wer schlecht verliert. Granate im Anflug. Ja, ich seh's. Au. Ich heil mich mal eben, ne? Das hat gut getan. Volle Deckung. Tschüss. Hey, den hatte ich schon. Nein, hattest du nicht. Der liegt aber lustig. Nein, ich hab nur. Vergiss es! Der Boss schickt Grüße. Warte mal, ich kann ihn gleich kaputt machen. So. Hier. Wir sind ein gutes Team, Spinne. Gewöhn dich nicht dran! So. Zack. War's das? Ja. Nice. Du zuerst, Spinne. Nein, nein! Hast du rausgefunden, wo der Tresor ist? Nein, aber wir grenzen es ein. Und da halten sie definitiv meinen Sohn fest. Ja, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, wir müssen da noch über was anderes reden. Vermisst du das manchmal? Was? Wie ich angeschossen werde, während du Sachen stiehlst? Ich habe versucht, ehrlich zu werden. Ich hatte einen Job ohne Aufbrechen oder Einbrechen. Und an Wochenenden sogar Jogginghosen an. Hab mich gefragt, wo du hin bist. Das muss schwer gewesen sein. Besonders mit einem Kind. Ich muss tiefer graben, wenn ich ihn finden will. Lass mich dir helfen. Wenn wir schon zusammenarbeiten müssen... Manches mache ich lieber allein. Manches. Ich melde mich, wenn ich zwei Hände mehr brauche. Tja. Sie mag ihn immer noch.